Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und im heutigen Video wollen wir uns einmal anschauen, was gegen Kalkränder im Aquarium hilft. Also bleibt dran, es wird sicher spannend, wenn ich hier nun ein paar Tipps geben kann, wie ihr den Kalk, wie wir ihn hier sehen können, in Form von Ablagerungen entfernen könnt und auch vorbeugen. Wie bei diesem Aquarium hier sind Kalkränder sicher dem einen oder anderen leidlich bekannt. Die können entstehen, wenn ihr ein Aquarium habt, welches dann über die Zeit beispielsweise austrocknet und sich an den Scheiben nur die Minerale absetzen. Besonders bei hartem Wasser wie Leitungswasser in einigen Regionen kann es eben dazu kommen, dass sich die Kalkschichten so ablagern und ihr dadurch eben Verkrustungen an der Scheibe habt. Die müssen nicht so immens aussehen wie bei mir. In der Regel zeigt sich es eher, wenn der Wasserspiegel bei euch minimal schwankt, dass ihr immer die Linien habt von dem vorher vorhandenen Wasserstand. Und da ist es nun so, dass diese Kalkränder sich eigentlich sehr leicht beseitigen lassen. Und zwar indem ihr das Wasser, den pH-Wert des Wassers leicht erniedrigt in den sauren Bereich. Denn so habt ihr dann am Ende den Vorteil, dass das Wasser euch den Kalk ablösen wird. Denn wie erwähnt, entstehen Kalkränder hauptsächlich bei zu hartem Wasser. Aber da könnt ihr verschiedene Methoden nehmen, um den pH-Wert etwas zu verringern. Beispielsweise könnt ihr Osmosewasser wählen oder auch Regenwasser ist sehr gut geeignet. Denn diese Wasser sind teilweise durch die Natur destilliert und deswegen mineralfrei. So könnt ihr also dann den Kalkgehalt in eurem Wasser verringern, indem ihr es quasi verwässert. Und auch eben der pH-Wert ist minimal anders. Wenn ihr also ein Aquarium habt, was ihr vom Kalk befreien wollt, weil es so aussieht wie bei mir beispielsweise, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, euer Aquarium verkalkt und ausgetrocknet ist, dann könnt ihr jetzt Folgendes tun. Und zum Ersten wäre da die Möglichkeit, das Ganze gründlich mit Zitronensäure oder Essigessenz auszuschrubben, beziehungsweise auszuspülen eher gesagt. Denn zu festes Schrubben kann auch im Aquarium schaden. Deswegen, also den Scheiben. Deswegen solltet ihr einfach die Essigessenz auftragen und sie mit dem Kalk schon durch ihre Säure allein so weit angreifen, dass ihr mit einem Wischchen einfach wegbekommt. Denn wenn wir uns das jetzt ansehen würden, mittels eines herkömmlichen Schwammes, werden wir hier nicht weit kommen beim Reinigen. Wir können ja nun einmal schauen, wie ein Lappen hier gegen die Kalkränder wirkt, wenn ich einmal hier drüber wische. Wir können sehen, es lässt sich vielleicht oberflächlich etwas entfernen, aber die harten Ränder bleiben trotzdem verbleibend hier, diese verschiedenen, die wir sehen können. Und dagegen hilft dann eben, wenn ihr etwas Essigessenz habt. Allerdings müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr in einem Aquarium etwas reizende oder chemisch bedenkliche Stoffe verwendet, bedenklich im Blick auf die Gesundheit eurer Fische jetzt sozusagen, dann solltet ihr das Ganze hier auf jeden Fall vorher nochmal mit warmem, klarem Wasser ausspülen, dass auch ja keine Essigreste verbleiben. Da gibt es vielleicht sogar noch schärfere Reinigungsmittel, die ich auch nicht empfehlen würde, dass sie eventuell sogar die Dichtungen an euren Rändern, die Silikondichtungen, auflösen können. Aber ich nehme an, bei einem Lappen mit etwas Essigessenz oder Zitronensäure könnten wir hier ein sehr gutes Ergebnis erzielen, beispielsweise. Was ihr beispielsweise auch verwenden könnt, um die hartnäckigen Ränder zu entfernen, ist ein Ceranfeldkratzer, die ihr sicherlich kennt mit dieser scharfen Kante aus Metall. Die ist geeignet, um eure Kalkreste abzuschaben, aber nicht die Scheiben zu zerkratzen. Rasierklingen wären auch eine Option, aber die sind durchaus etwas problematisch in der Handhabung. Da kann es schnell sein, dass man sich verletzt. Deswegen solltet ihr eventuell statt mit den Klingen eher mit einem Ceranfeldkratzer an die Sache herangehen. Ich habe auch den guten Tipp erhalten, dass es möglich wäre, das Ganze mit einer simplen Scheckkarte aus Plastik zu machen, zu reinigen. Aber da ist die Gefahr nur, dass eure Kalkränder zu verkalkt und verkrustet sind, zu hartnäckig, und dann wird es trotz dieser Karte schwierig. Da kommt ihr mit einer Metallkante schon besser voran. Hier können wir nochmal sehen, wie man es mit einer Karte anstellen kann, um die Ränder abzubekommen. Wir sehen schon, etwas Wirkung haben wir. Das könnt ihr vielleicht am besten auch machen, wenn euer Wasser im Aquarium schon angefüllt ist. Denn dann habt ihr den Vorteil, dass ihr dadurch schon eben etwas angelöst habt und dann müsst ihr nur noch leicht kratzen, um das Ganze dann am Ende zu entfernen. So habt ihr hoffentlich dann bald keine Kalkränder mehr in eurem Aquarium, wenn ihr diese Grundsätze euch anschaut.
Wie erwähnt, ist es für euch wahrscheinlich am besten, ihr lasst es gar nicht dazu kommen, dass eure Aquarien verkalken. Und das könnt ihr erreichen, indem ihr von vornherein schon etwas weicheres Wasser verwendet, wie eben Regenwasser oder Osmosewasser. Ihr müsst aber aufpassen, dass ein gewisser Kalkgehalt doch nötig ist, denn Schnecken beispielsweise oder auch einige Krebstierchen und Arten mögen gerne einen etwas höheren Kalkgehalt, da bei Schnecken zum Beispiel ihre Schneckenhäuser aus Kalk bestehen, wie auch bei Muscheln zum Beispiel. Und deswegen ist es so, dass die eben den Kalkgehalt benötigen, um ihre Struktur zu festigen. Krebs hingegen bestehen aus Chitin, also einem anderen Material. Das heißt, die sind für andere Wasserwerte empfindlicher als für Kalk. Wie wir ja gesehen haben, mein Krebs kann auch in meinem Schwarzwasser-Aquarium ohne Probleme überleben, aber der Schneckenbestand ist doch eher gering, was vielleicht auch daran liegt, dass der Krebs gerne Schnecken frisst. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr immer darauf achten, dass euer Wasser in erster Linie auf die Bedürfnisse eurer Fische angepasst ist. Und dann könnt ihr im Zweiten darüber nachdenken, ob ihr das Wasser eventuell etwas enthärtet, um Kalkrandeln vorzubeugen. Da geht ihr am besten auch so vor, dass ihr, wenn ihr darauf sehr hohen Wert legt, euch direkt Fische beschafft, die auch den etwas weicheren Wasser zugeneigt sind, wie zum Beispiel auch Neonfische. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp konnte euch helfen, eure Kalkränder zu bekämpfen. Und vielleicht habt ihr noch weitere Tipps, die ihr gerne in den Kommentaren teilen könnt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.